Rasenfunk Kurzpass. Belgien, England und Schweden konnten gestern ihre WM-Spiele gewinnen. Darüber möchte ich sprechen mit Thomas Böker vom Kicker, der uns am Telefon zugeschaltet ist, hier im Rasenfunk Kurzpass. Thomas, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, grüß Gott, hallo. Heute mal mit Telefonverbindung, hab noch extra ein Headset durch Deutschland geschickt, aber es hat nicht so ganz geklappt, ist aber vielleicht auch nicht so wild, denn wir haben ja auch genügend spannende Themen, wie ich finde, und das erste davon ist das Spiel Schwedens gegen Südkorea, da hat man nach der deutschen Niederlage gegen Mexiko vielleicht nochmal ein bisschen aufmerksamer drauf geschaut. Was ist denn bei dir hängen geblieben von diesem 1:0-Sieg der schwedischen Mannschaft? Ja, eigentlich, dass das Spiel so weitestgehend ins Bild der bisherigen WM gepasst hat, weil es eben nichts Spektakuläres war, weil nicht sehr viel Mut erkennbar war auf beiden Seiten. Und letztlich wurde es dann verdientermaßen für Schweden durch einen Elfmeter entschieden. Zum Glück dann in dem Fall durch den Videobeweis. Aber das war natürlich kein Leckerbissen, der war auch nicht zu erwarten, aber trotzdem, durch diese überraschende Niederlage von Deutschland hätte man sich vielleicht dann auch mehr Offensivgeist auf beiden Seiten gewünscht. Und aber dazu sind die Mannschaften dann vielleicht auch zu limitiert. Und wie gesagt, das passt ins Bild. Es gilt für viele, dass erstmal Wert auf die Sicherung des eigenen Tores gelegt wird. Also vor allem auf Südkorea trifft das zu. Die hatten nur 5 Torschüsse über 90 Minuten. Da ging eigentlich offensiv gar nichts. Mir ist aufgefallen, die haben gegen den Ball auch eher ein 4-4-2 gespielt, ähnlich wie Schweden. Nominell war es ein 4-3-3, aber gegen den Ball definitiv 4-4-2. War das vielleicht auch einer der Gründe, warum sich Schweden so schwer getan hat mit der Offensive, weil eben Südkorea im Grunde die Formation gespiegelt hat und zwischen die Räume konnte man nicht so wirklich leicht kommen, denn die Räume waren sehr, sehr eng. Südkorea stand sehr kompakt. Ja, genau. Also das ist das, was ich auch gerade meinte, dass das verteidigen sehr viele Mannschaften im 4-4-2. Dadurch und wenn dann die Ketten eng beieinander stehen, dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Selbst wenn die irgendwo spielerisch und technisch limitiert sind, verschieben und laufen können sie alle und vor allem die Koreaner können das. Das ist auch bekannt. Und ja, dementsprechend taten sich wenig Lücken auf dort und Schweden war natürlich die bemühtere Mannschaft, ich habe ja gesagt, dann auch verdient gewonnen aufgrund des größeren Engagements, aber auch das war letztlich dann auch keine Offenbarung. Sie hätten es natürlich auch schon früher entscheiden können und Südkorea war letztlich dann zu bieder auch in den Offensivbemühungen und nur zu verteidigen geht dann eben auch nicht immer auf, wenn man dann so ungeschickt einen Elfmeter verursacht. Genau, den hat dann Granqvist verwandelt und das war der goldene Treffer und er war auch der Spieler mit den meisten Torschüssen und das als Abwehrchef. Ich weiß ja, dass du selbst einen taktischen Blick auf den Fußball hast, bist selbst Fußballtrainer. Ist das dann so ein Mittel, mit dem man so ein sehr, sehr gutes, kompaktes 4-4-2 aufheben kann, dass man jemanden mal mit in die Offensive einbindet, der sonst nicht da ist und dadurch versucht, ein bisschen Unordnung und Überzahlen zu generieren? Ja, genau, beides. Also Unordnung und Überzahl und um da eben auch dann irgendwo den Gegner dann auch ein bisschen auseinanderzuziehen in der Breite, aber dann auch zwischen den Linien, dass man sich da tummelt und dass man dann vielleicht auch aus der Distanz das mal probiert. Aber letztlich, ja, wenn er die meisten Torschüsse abgegeben hat, ist das dann aber auch kein gutes Zeugnis für die anderen Schweden, für die Offensiven. Da muss man dann aber auch sagen, letztlich von wem will man dann dort auch in der Mannschaft erwarten. Ja. Markus Berg ist jetzt nicht als der Topstürmer der Bundesliga in Erinnerung geblieben. Ist er mittlerweile, glaube ich, im arabischen Raum auch. Und irgendwie muss man natürlich dann den Rücktritt von Ibrahimovic kompensieren. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Es war alles auf ihn zugeschnitten. Er war der Hoffnungsträger immer und der Fixpunkt im Spiel. Und dass Schweden ansonsten da jetzt kein Offensivfeuerwerk abbrennt, egal gegen wen, das wird so bleiben. Und dementsprechend könnte das auch dann für die deutsche Mannschaft recht unangenehm werden.
Ja, ich bin übrigens in der Zeile verrutscht. Emil Forsberg hatte noch einen Torschuss mehr, von dem hätte man es dann mehr erwartet, aber drei davon wurden auch blockiert. Also da kam nur einer überhaupt. Ja, der war insgesamt auch recht blass, fand ich. Also da dafür, dass er jetzt eigentlich nach Ibrahimovic Rücktritt der Star ist, kann man ja so sagen, im schwedischen Team, hätte man von ihm mehr erwarten dürfen, ja. Wenngleich er natürlich auch bei RB Leipzig auch keine besonders gute Rückrunde gespielt hat, dass man es von daher hätte erwarten können, aber natürlich qua seines Namens und seiner Fähigkeiten eigentlich schon. Ja, bösartig formuliert könnte man sagen, er hat seine Form aus der Rückrunde von Leipzig rübergerettet zur WM. Jetzt haben wir nicht allzu viel Offensivdrang der Südkoreaner gesehen. Fällt es dir denn, kannst du trotzdem Dinge bewerten, was jetzt das Spiel gegen den Ball von Schweden angeht? Denn vermutlich wird es ja so sein, am Samstagabend, wenn Deutschland gegen Schweden spielt, dass Schweden eher in der passiven Rolle ist und gegen den Ball arbeitet und vielleicht auf Konter hofft. Ja, das meinte ich ja gerade. Das könnte unangenehm werden für Deutschland. Aus dem Spiel heraus kann man es jetzt wirklich schwierig beurteilen, weil vor allem jetzt über einen längeren Zeitraum keine Phasen waren, wo sich die Schweden, in denen sich die Schweden da immer wieder neu sortieren mussten oder neu ihre Ketten aufreihen mussten. Aber beurteilen kann man es natürlich noch mit den Eindrücken, die man so im Hinterkopf hat aus den Playoff-Spielen gegen Italien. Und da haben sie sehr gut verteidigt und sind nicht umsonst dann auch weitergekommen. Zwar auch ein bisschen glücklich natürlich, aber auch aufgrund der disziplinierten Leistung defensiv dann letztlich nicht unverdient. Da ohne Gegentor geblieben und von daher war das schon Zeichen dafür, was sie defensiv leisten können. Und wenn sie das jetzt bei der WM auch zumindest als Basis zeigen, dann können sie jetzt vielleicht dann sogar auch die Gruppe überstehen. Aber natürlich sind sie spielerisch nicht so stark, als dass man da jetzt als deutsche Mannschaft Angst vorhaben müsste. Aber wenn die einen mit einer Niederlage und die anderen mit einem Sieg starten, dann ist auch weniger das Potenzial beider Mannschaften erstmal im Vordergrund, sondern eher das die psychologische Ausgangssituation, und die spricht jetzt natürlich dann für Schweden, obwohl Deutschland natürlich diesen Druck auch aushalten muss. Das ist auch klar, und das können sie, glaube ich, auch. Daran wird es jetzt, glaube ich, nicht scheitern. Und trotz allem guten Spiel von Schweden und wenig Offensivdrang hatte Südkorea ja trotzdem noch in der 91. Minute die Chance auf den Ausgleich. Was hat denn bei Südkorea im Spiel gefehlt, außer das Abschlussglück in dieser Szene? Ja, erstmal überhaupt in Abschlusssituationen zu kommen, also sprich den Ball so konstruktiv nach vorne zu tragen, dass sich daraus etwas ergeben könnte, aber meistens war nach 3-4 Kontakten der Ball schon wieder weg oder 3-4 Stationen und das war jetzt auch wiederum nicht sehr überraschend, weil Son nun mal bekanntermaßen der Hoffnungsträger ist und das Spiel über ihn laufen soll, aber bis der Ball zu ihm kommt, sind natürlich erstmal einige Linien zu überspielen. Das, wie gesagt, gegen auch dann nicht schlecht verteidigende Schweden. Und dementsprechend war es insgesamt recht zerfahren. Und wenn der beste Mann nicht ins Spiel kommt, dann wird es für Südkorea natürlich schwierig, da überhaupt irgendwas zu kreieren, geschweige denn dann auch in mehrere Abschlusssituationen zu kommen. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt dann Südkorea gegen Mexiko auftritt, auch wie Mexiko, also von beiden Seiten. Ich bin gespannt, ob Südkorea es schaffen kann, wieder seine Ordnung so zu halten, und ich bin gespannt, ob Mexiko wieder einen taktischen, besonders zugespitzten Plan hat oder ob das jetzt eine Ausnahme war mit dem deutschen Spiel. Das alles erfahren wir am Samstag, und was wir jetzt schon gestern erfahren konnten, war, wie Belgien in diese WM startet, nämlich mit einem 3-0 gegen Panama, am Ende sehr souverän, 2 Tore von Lukaku und 1 von Dries Mertens. Wunderschöne Treffer mit dabei. Wie hat dir denn der Auftritt von Belgien gefallen? Ja, durchwachsen. Also die erste Halbzeit war etwas zäh, weil Panama aber auch mit viel Leidenschaft verteidigt hat. Auch da gab es schon ein klares Chancenübergewicht für Belgien. Aber insgesamt war da gar nicht mal von den Stars, also De Bruyne und Mertens und Hazard, die waren von Anfang an eigentlich auf Betriebstemperatur, aber es gab so andere wie Vertonghen zum Beispiel oder Witzel oder Carrasco, die sind so pomadig in das Spiel gegangen, dass
ja nicht zu kompensieren war von den anderen, die gut gespielt haben. Und da fehlte dann die entsprechende Ernsthaftigkeit, der Zug komplett der Mannschaft Richtung Tor. So nach dem Motto, irgendwann wird es schon gut gehen. Das ist ja auch so gekommen. Aber eben eine komplette Halbzeit hat sich der WM-Neuling da richtig, richtig tapfer geschlagen. Hat es auch teilweise gut verteidigt, hatte natürlich auch Glück, gehört dazu. Aber die Offensive von Belgien ist natürlich dann so stark, dass gegen so einen Gegner dann irgendwann die Tore zwangsläufig fallen. Wobei dann nach dem 1:0 Courtois ja einmal richtig eingreifen musste. Da wäre fast das 1:1 gefallen. Das war keine kleine Chance, sondern das war richtig, richtig gute Gelegenheit für Panama. Und ja, vielleicht wäre Belgien dann auch nervös geworden. Aber so war es dann so, dass dann, wie gesagt, die Stars von Anfang an schon eigentlich ganz gut drauf waren und die das dann auch De Bruyne mit der Vorlage beim zweiten Tor und Hazard beim dritten Tor dann auch bestätigt haben. Ja, bei dieser Chance von Murillo war das in der 54. Minute. Da hat man ganz gut gesehen, welche Schwäche die Dreierkette hat, wenn die Außenverteidiger nicht gegen den Ball zurückrücken. Da war nämlich dann einfach der Platz neben Vertonghen frei. In den wurde gepasst, da stand Murillo und er konnte auch nichts machen, denn er konnte nicht aus der Kette rausrücken. Es war eben einfach ein zu großes Loch, weil in dem Fall Carrasco, ich weiß gar nicht warum, aber er war da nicht an dem Ort und an der Stelle, an der er hätte sein sollen. Darauf wurde er dann auch freundlich hingewiesen von seinem Mitspieler, das konnte man sehr gut sehen. Ja, vor allem Carrasco kann man vielleicht noch zu sagen, ja, das ist schon etwas überraschend, dass er da jetzt spielt, weil also nichts gegen ihn, und er war ja bei Atletico Madrid auch immer einer der Besten und hatte auch für überraschende Momente gesorgt. Aber dieser Wechsel da jetzt nach China, der war schon sehr fragwürdig vor der WM. Und ist auch, glaube ich, einigen belgischen Teamkollegen etwas sauer aufgestoßen. Und also da kann er immer noch hingehen zum Geld verdienen, aber vielleicht nicht unmittelbar vor einer WM, weil sowas, auch wenn es nur für recht kurze Zeit jetzt war bis vor dem Turnier, aber sowas hebt das Leistungsniveau, das eigene, natürlich nicht, gerade wenn man selber nicht richtig gefordert wird und gar nicht mehr ja, wie soll man sagen, den Druck auch die ganze Zeit hat, richtig gut spielen zu müssen, wie es eben bei der Atletico der Fall war. Und das hat man gestern auch von der Einstellung und dann eben auch von dem, was er auf den Platz gebracht hat, gemerkt. Ja, vielleicht auch, weil er deutlich abgefallen ist gegenüber der rechten Seite. Es lief sehr viel über die rechte Seite und über Meunier, der hat 61 Sprints abgerissen, also wahnsinnig hoher Wert. Das ist im Aber Spiel. ziemlich ineffektiv, fand ich. Also, Ja. Ja, naja, aber er hat damit Räume aufgerissen. Also deswegen ja, konnten, Räume gegen Panama aufreißen ist aber auch, ja, gehört Findest dazu, du nicht? aber ja, schon, aber trotzdem war auch er da von seinem Spieler von seiner Klasse, muss dann letztlich dann bei 61 Sprints, wo waren dann die daraus resultierenden Flanken vielleicht mal, da kam recht wenig, fand ich. Also, Ich glaube, sie versuchen, Flanken im weitestgehend zu vermeiden. Also ja, kann sein, wobei Lukaku da natürlich auch ein guter Zielspieler wäre, aber ist schon klar, dass die auch mehr über Kurzpass kommen und so weiter. Mit De Bruyne und Hazard, da hat man natürlich dann und Mertens hat man natürlich die entsprechenden Spieler dazu. Trotzdem, ich meine, wenn einer da 60 Mal die Linie rauf und runter läuft, dafür ist dann unterm Strich zu wenig Torgefahr entstanden durch ihn. Er hat definitiv für Wirbel gesorgt und deswegen fiel eben Carrasco vielleicht auch optisch gesehen ein bisschen ab. Und dann haben wir eben Kevin De Bruyne und Eden Hazard. Das wusste man schon vorher, dass die zusammen mit Lukaku für die Offensive sorgen. Dries Mertens nicht zu vergessen, also eine tolle Viererreihe. Jetzt spielt Belgien unter ihrem spanischen Nationaltrainer ein ganz interessantes 3-4-3, wie ich finde. Gegen den Ball spielt Kevin De Bruyne eine zweite Sechs neben Witzel. Das musste man gegen Panama, jetzt konnte man das nicht so häufig sehen. Und mit dem Ball geht er eben weiter nach vorne, auch durchaus situativ. Und dann gibt es so ganz interessante Rautenbildung. Wie hat dir denn das Positionsspiel von Belgien gefallen? Denn meinem Eindruck nach gab es bisher bei dieser WM ganz, ganz wenige Mannschaften, die ein gutes Positionsspiel in der Offensive hatten. Ja, De Bruyne ist natürlich ein typischer Box-to-Box-Player. Der ist insofern nicht so richtig zu fassen. Der ist, wie du sagst, gegen den Ball Sechser, in der Grundposition dann eigentlich Achter, aber gegen so einen defensiven Gegner dann natürlich auch nicht nur ein zentraler Zehner, sondern auch jemand, der dann nach außen irgendwo mal rochiert. Und von daher ist er natürlich schwer zu greifen, eben weil dann auch Mertens und Hazard entsprechend reagieren und in andere Räume stoßen.
Und das hat Martinez hat das so geschafft aufzuteilen, dass da die sich nicht mehr gegenseitig ins Gehege kommen. Ja. Früher war Hazard mehr auf der linken Seite ja festgebunden, mehr oder weniger. Und jetzt durch diese Halbposition, also du hast es 3-4-3 genannt, streng genommen ist es eigentlich ein 3-4-2-1 nochmal, weil die beiden eben nicht auf der Höhe von Lukaku sind, sondern als, ich nenne es mal halbe Zehner dahinter und dementsprechend dann auch in die Räume in den Strafraum starten können, aber eben auch nach außen sich anbieten können als Anspielstation und dazu mit ihrer technischen Klasse jederzeit dann auch alleine was liefern können. Und von daher sind die, was die Offensive angeht, ganz, ganz schwer auszurechnen. Aber sie müssen sich auch auf diese Offensive verlassen, weil sie eben, ja, sie haben einen sehr, sehr guten Torwart mit Courtois, aber davor die Abwehr, wenn die schon gegen Panama ein, zweimal ins Schwimmen kommt, dann, was, wie du richtig gesagt hast, am Defensivverhalten auch der anderen Spieler lag, aber insgesamt fehlte da trotzdem so ein bisschen der Griff und Zugriff auch von Witzel, war da nicht so der erforderliche Biss zu sehen, wie man ihn da als Sechser braucht. Und wenn sie das gegen stärkere Mannschaften sich leisten, dann muss diese herausragende Offensive schon einige Male treffen, um dann letztlich auch vor allem in K.O.-Spielen zu bestehen, weil zu Null kann ich mir trotz Courtois dann vorstellen, werden sie nicht immer da rauskommen. Bringt aber auch so ein bisschen die Perspektive Panamas noch ein bisschen mehr ins Spiel. Da hat mich vor allem die Intensität und Wucht beeindruckt. Dass die spielerisch nicht das gleiche Niveau haben, das war völlig klar. Die erste WM überhaupt für dieses Land und ich fand es aber toll zu sehen, wie sich da jeder Einzelne reingeworfen hat. Roman Torres, der Megastar, hatte fast ein Eigentor gemacht, aber letztlich hat er in der Situation auch alles richtig gemacht. Er hat den Ball gerade noch weggegrätscht zur Ecke, bevor Lukaku einschieben konnte. Wie hat dir denn Panama gefallen? Ja, wie gesagt, mit viel Herz, mit viel Leidenschaft verteidigt, sehr ja, auch aber nicht nur jetzt mit 10 Leuten hinten drin gestanden, sondern durchaus auch versucht, was nach vorne anzuschieben und ja, toller Auftritt aus ihrer Sicht, natürlich qualitativ im Quervergleich zu anderen Mannschaften ergibt das natürlich dann trotzdem keine guten Einzelnoten der Spieler, weil sie dazu auch dann zu limitiert sind, aber was ihren Kampfgeist angeht und auch über weite Strecken taktische Disziplin, war es okay. Und ich fand es auch naja, bemerkenswert, dass sie auch nach dem 0-2 und nach dem 0-3 noch nach vorne gerannt sind. Genau. So nach dem Motto, ja, wir wollen hier Spaß haben, wir sind hier dabei und ob wir jetzt 0-3 oder 0-5 verlieren, ist nicht so wichtig. Der Traum von dem ersten Tor bei einer WM für dieses Land ist natürlich dann höher zu bewerten und das ist vielleicht dann auch für sie schöner, wenn sie letztlich mit dem Torverhältnis, ich weiß nicht, von 1-11 ausscheiden vielleicht als 0-6, sondern unterm Strich. Dann bleibt dieses eine Tor für das Land und für den Spieler in besonderer Erinnerung. Es war aber auch nicht vogelwild, also dass man jetzt sagen könnte, sie hätten jetzt deswegen abgeschossen werden müssen. Sie haben eine gute Mischung gefunden, sind eben, wie gesagt, von ihrer Qualität her da limitiert und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich richtig teuer verkauft. Vielleicht fällt das erste WM-Tor Panamas ja am nächsten Spieltag, da trifft man auf England, das wiederum abends ins Turnier gestartet ist gegen Tunesien und 2-1 gewonnen hat mit einem Kopfball von Harry Kane in allerletzter Minute. 18-6 Torschüsse pro England, vor allem in der ersten Halbzeit eine Reihe von riesigen Chancen. Warum hat man dennoch so lange kein Tor geschossen? Ist das jetzt Pech gewesen? Hat man das schon in der Qualifikation sehen können? Liegt das an der Qualität der Spieler? Also in der Qualifikation kann man das, trifft glaube ich für alle Mannschaften zu, recht wenig ableiten aus diesen Spielen, weil da einfach so schwache Mannschaften sind. Wir freuen uns ja schon bekanntlich auf die WM mit 48 Mannschaften demnächst. Das wird super. Das wird richtig klasse. Und deswegen, also die Quali ist kein Maßstab, auch wenn England die ungeschlagen überstanden hat. Nein, weil, um das konkret dann zu sagen, in dem Fall, weil eben weder Lingard noch Sterling ausgemachte Torjäger sind. Lingard hätte schon alleine 3 Tore in der ersten Halbzeit schießen müssen fast. Und dann wäre es auch überhaupt keine Zitterpartie geworden, sondern es wäre zu dem Zeitpunkt völlig verdient gewesen. Also ein richtig fulminanter, mutiger Start, so wie man England lange nicht erlebt hat. Und da hat sich dieser Weg, der mit frischen, jungen Leuten den Southgate konsequent bestreitet, hat sich da schon ausgezahlt.
aber eben, was das Spielerische angeht, aber eben noch nicht in Tore ummünzen lassen. Dazu wiederum brauchen sie dann eben Harry Kane, der zweimal nicht nur, wie man so schön sagt, goldrichtig stand, sondern sich auch bewusst immer auf den zweiten Pfosten bewegt hat bei diesen Ecken. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und vor allem der zweite, der Kopfball, war dann gar nicht einfach aus der Bewegung heraus so zu versenken, dem noch so viel Druck zu verleihen, dass der Torwart da nicht mehr hin konnte. Das war schon extra klasse. Und letztlich, ja, aber es wird möglicherweise so bleiben, dass sie sich auf seine Tore verlassen müssen, weil eben die anderen nicht, Jamie Vardy ist nicht mehr der Torjäger, der er in Leicesters Meistersaison war. Also ja. Vor allem mit dieser Quote und mit den wenigen Abschlüssen, die er dafür benötigt. Sterling ist bei Manchester City rechts außen. Der spielt hier jetzt im Zentrum bei diesem System, was ja grob, wenn man es jetzt nicht groß aufschlüsselt, erstmal auf dem ersten Blicken 3-5-2 ist. Und da weiß ich nicht, ob er da so ideal als Sturmpartner neben Kane aufgehoben ist, sondern dann müsste, wenn man seine Stärken zur Geltung bringen will, dann muss man eben mit zwei Flügel, echten Flügelstürmern spielen. Und das war das war jetzt in dem Fall nicht. Wer frischen Wind gebracht hat, war Loftus-Cheek nach seiner Einwechslung. Mhm. Hat sich zwar einmal auch recht böse verzettelt und da eigentlich, da schien dann eigentlich schon alles vorbei für England. Aber er hat es immer wieder probiert und hat dieses spielerische Element auch weiter forciert. Und aber Southgate kennt ihn, kennt Lingard auch aus den U-Teams und vertraut diesen Spielern. Und hat vorher gesagt, dass man Geduld haben muss und dass man auch dann eben ja auch mal schwächere Spiele akzeptieren muss. Und wenn er jetzt an denen festhält und diesen Weg weitergeht, dann kann es vielleicht gelingen, in den nächsten 2 bis 4 Jahren die Erfolge, die sich jetzt im Jugendbereich eingestellt haben, mal ins annähernd in die A-Nationalmannschaft zu transferieren. Wobei dafür wiederum erforderlich ist, dass diese jungen Engländer auch in der Premier League ihre Zeiten entsprechend bekommen oder sonst eben auch mal den Weg vielleicht, was der bisher noch keiner gemacht hat, ins Ausland gehen, wählen muss, um da eben entsprechend dann auch bei Top-Vereinen zu spielen. Aber bekanntlich ist das dann auch eine finanzielle Geschichte in England. Ja. Absolut, da sitzen die größeren Geldtöpfe. Also in der 11. Minute ging England dann mit 1-0 in Führung. In der 16. Minute musste der Torhüter Tunesiens, der sich schon früher verletzt hatte, raus. Hassan wurde ersetzt durch Mustafa. Man hat es aber im Groben und Ganzen keinen großen Qualitätsabfall gemerkt. Also Mustafa hat da seine Sache sehr gut gemacht. Und dann gab es in der 33. Minute einen Strafstoß gegen England mit der gefühlt ersten Strafraumaktion Tunesiens. Wie hast du diese Szene gesehen? Also es gab da einen Ellbogen, ich will es gar nicht Schlag nennen, der Ellbogen war im Gesicht von Ben genau. Youssef. Der war im Gesicht und der hat da nichts verloren. Dass der aus einer 50-50-Situation, sag ich mal, ins Gesicht gelangt ist, nämlich einmal, weil er ihn hochgetan hat und weil er auch wusste, was er tat und wo der Gegenspieler war. Deswegen war der Ellbogen dort und der Tunesier hat ihn dann aber auch bewusst gesucht. Und ich denke, dass man den Elfmeter wegen Dummheit geben kann, allein schon, weil so verhält man sich nicht, weil du hast es gerade Strafraumsituation genannt. Es war noch nicht mal eine Strafraumsituation, weil der, glaube ich, gar nicht an die Flanke drangekommen wäre, selbst wenn er von Walker da nicht so ungeschickt am Weiterlaufen gehindert worden wäre. Es wäre überhaupt keine Gefahr entstanden, also ein absolut geschenktes Tor und von daher ein Elfmeter, den man selber sich zuzuschreiben hat. Ein Schlag war es nicht, nein, dann wäre es ja auch rot gewesen, unter Umständen, je nach Situation, ein fieser Ellbogenschlag. Aber das war es nicht, sondern es war einfach nur, ja, den halte ich jetzt mal auf und halte meinen Arm hier hoch. Und ja, die Reaktion, der Jubel nach dem Elfmeter vom Gefaulten sprach ja dann auch Bände. Also der wusste auch, was er tat und Walker muss sich aber nicht beschweren darüber. Beschweren konnten sich die Engländer auf der anderen Seite, dass mindestens ein Elfmeter für Kane nicht gegeben wurde, genau. Der da zu Boden gerungen wurde und da hätte es durchaus Strafstoß geben müssen für England.
Ja, absolut. Also diese beiden Szenen gegen Harry Kane waren dann schon ganz schön deutlich. Da hat die Linie noch ein bisschen gefehlt, wann der Videoassistent eingreift. Ansonsten finde ich, kann man sich inzwischen ganz gut drauf einlassen. Eigentlich das, was man sich auch in der Bundesliga gewünscht hätte. Nämlich, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann muss einfach sehr, sehr viel über die Bilder widerlegt werden, dass die Entscheidung umgestoßen wird. Und an dieser Sache zum Beispiel, da war ich mir total sicher, das nimmt der Videoassistent nicht zurück, weil die Schiedsrichterentscheidung so stark ist und man den Elfmeter geben kann und dann bleibt er halt auch bestehen. Wir kommen dann in eine zweite Hälfte, in der sich England deutlich schwerer getan hat, meinem Eindruck nach vor allem deshalb, weil Tunesien dann ein bisschen tiefer stand und damit auch so ein bisschen alte Muster bei England fast wieder aufgebrochen sind. Also in der ersten Halbzeit hat man es noch sehr gut geschafft, Tempo in die Angriffe zu bekommen, auch weil Lücken da waren. Also unglaublich, welche Steckpässe zwischen den Innen- und Außenverteidigern man spielen konnte auf Seiten von England. Das war wirklich, also von Tunesien negativ überraschend. In der zweiten Halbzeit deutete dann fast schon vieles auf ein Unentschieden hin bis zu diesem Last-Minute-Treffer. Ist das auch noch so die größte Baustelle Englands, wie man gegen tiefstehende Gegner sein Spiel aufziehen kann? Ja, natürlich. Zum einen, weil jetzt nicht sagen wir so, sie hätten mit Dele Alli eine richtig gute Kreativkraft schon im Team. Der spielt aber hier jetzt keinen Zehner, sondern eher Achter in diesem System. Das, was ich auch vorhin zu Sterling sagte, vielleicht wenn Sterling rechts und Alli zentral als Zehner agieren würde, wären beide möglicherweise eher nach ihren Stärken eingesetzt worden. Vielleicht kommt das noch. Aber da das eben nicht so war, sondern er dann auch oft aus Halbräumen agieren musste und etwas tiefer und wie du sagst, Tunesien hat sich zurückgezogen und es war dann immer schwieriger, da durchzukommen. Da fehlte dann zum einen das kreative Moment und zum anderen konnten sie auch ihre größte Stärke, nämlich diese Geschwindigkeit und die Power, durch die sie eben diese zahlreichen Torchancen in der ersten Halbzeit erspielt hatten, ja, die war ihnen genommen durch das tiefe Stehen, das ist ja auch immer dann gern angewandtes Mittel, zum Beispiel, wenn man jetzt Liverpool nimmt, auch die tun sich dann schwer, wenn die drei da vorne ihre PS nicht mehr auf die Straße bringen können, sondern mehr oder weniger an zwei Wänden dann abblocken und so war es dann in etwa auch. Und das meine ich dann vorhin, als Loftus-Cheek dann kam, wurde das wieder ein bisschen aufgebrochen, weil da einer auch dann mal wieder die Traute hatte, 1-gegen-1 auch zu gehen und sich durchzusetzen, war natürlich dann auch frischer als die anderen. Also das war nochmal ein guter Wechsel. Aber insgesamt muss in so einem Spiel dann von Alli mehr kommen. Man sagt ja immer, Alli und Kane zusammen, das Traumduo, profitieren auch voneinander im Verein. Aber da muss Alli dann einiges tun, um das Niveau, was Kane gestern dann wieder gespiegelt hat, dann auch zu erreichen. Ja, andererseits hat ja immerhin England den Dreier geschafft, den ganz, ganz viele Favoritenmannschaften, vermeintliche Favoritenmannschaften nicht geschafft haben an ihrem ersten Spieltag, wenn auch durch Standardsituationen. Da hat man vielleicht auch die Unerfahrenheit Tunesiens gemerkt. Das hat man vor der WM immer gesagt, das ist eine sehr unerfahrene Mannschaft. Die Ecke muss man zum Beispiel nicht unbedingt herschenken, das war fast eine geschenkte Ecke und dann könnte man so ungefähr nach der dritten, vierten Szene, in der Harry Kane, wenn er nicht niedergerungen wird, am langen Pfosten steht bei der Ecke, könnte man vielleicht ihn auch mal decken. Aber so ist das eben und das so ist halt auch Fußball. Ist halt auch, ja, war völlig unverständlich, den da im Fünfer so freizulassen, aber dann sagt er natürlich danke. Aber es war dann letztlich vielleicht auch irgendwann ein Kopfproblem für Tunesien, weil sie so viel laufen mussten und so viel verteidigt haben und so kurz vor der, ich will es jetzt nicht Sensation nennen, aber so kurz vor einem richtig guten Start standen. Und dann hat die Konzentration dann im entscheidenden Moment vielleicht dann nachgelassen und man hat ausgerechnet den besten Engländer aus den Augen verloren, also was dem seine Torgefährlichkeit angeht. Und dann ist man sofort bestraft worden. Und ich glaube, es wird auch interessant zu sehen, wenn wir über Panama gesprochen haben, Panama ist unterm Strich mutiger aufgetreten als Tunesien, ja. War sicher in der gleichen, wenn nicht sogar noch in einer größeren Außenseiterrolle und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, wie gesagt, die schert das alles nichts, die wollen da Spaß haben und ein bisschen kicken und einen guten Eindruck hinterlassen und deswegen können die gegen Tunesien völlig befreit aufspielen und ich weiß nicht, ob sie da dann komplett chancenlos sind, also Tunesien fand ich unterm Strich dann doch etwas enttäuschend, wobei man natürlich sagen muss, denen fehlt aber auch ein Star, wie zum Beispiel Ägypten hat ihn mit Salah oder Marokko hat ihn mit Benatia.
so in der Art. Nigeria hat ja mehrere bekanntlich, Senegal hat Mané. Also da ist Tunesien als afrikanisches Land dann doch jemand, dem so ein herausragender Spieler fehlt. Und ja, letztlich haben alle Afrikaner bisher ja verloren, teilweise spät verloren. Und da fehlt dann letztlich ein bisschen individuelle Klasse, die dann bei allem disziplinierten Verteidigen dann eben auch im entscheidenden Moment nötig ist. Ja, das stimmt. Youssef N'Zagni ist ausgefallen mit Kreuzbandriss bei Tunesien. Der hätte ihn noch sehr, sehr gut getan bei dieser WM. Lass uns noch kurz auf die Spiele von heute gucken. Da öffnet sich die Wundertüte Japan. Wir alle können mal reingucken und schauen, was hat sich Akira Nishino, der neue Trainer, eigentlich so vorgenommen für die WM. Und mit Cuadrado, James und Falcao greifen auch die Stars von Kolumbien in das WM-Geschehen ein. Was erwartest du dir von dem Spiel? Da erwarte ich einen Sieg von Kolumbien, weil du hast es genannt, die Offensive ist herausragend, also gehört mit zu den Besten bei dem Turnier. Die sind für mich auch Favorit in der Gruppe. Noch vor Polen sehe ich sie und streng genommen sehe ich sie vor in der Reihenfolge vor Senegal und Polen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ah, sehr gut. Aber die Kolumbianer müssen natürlich auch mit sehr lauffreudigen Japanern rechnen, ähnlich eben wie Südkorea gezeigt hat. Und dazu ist Japan spielerisch noch besser als Südkorea. Von daher wird das jetzt keine eindeutige Geschichte, aber letztlich dürfte sich da die offensive Qualität der Südamerikaner durchsetzen. Und jetzt hast du dann schon eine kleine Vorausschau auf Polen gegen Senegal geliefert. Du schätzt anscheinend Senegal stärker ein als Polen und das, obwohl Polen eine so starke WM-Qualifikation gespielt hat, mit einem sehr guten Robert Lewandowski und dem Luxusproblem, dass man einen Milik auf die Bank setzt, obwohl er bei Napoli ganz, ganz wichtiger Teil der Offensive ist. Was hat denn der Senegal, was dich so von ihm überzeugt? Nee, ich würde es eher andersrum sagen. Was hat, also erstmal in die Richtung, dass man natürlich Sadio Mané vor Augen hat, der jederzeit in der Lage ist, ein Spiel alleine zu entscheiden, war auch der beste Liverpooler im Champions League-Finale, fand ich, und hat da auch auf allerhöchstem Niveau gezeigt, was er drauf hat. Also Liverpool ist da nicht nur Salah, sondern Mané war es letztlich, der ich glaube, das Tor gemacht hat und noch einen Pfostenschuss hatte. Von daher also einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass Senegal insgesamt, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichen ist. Also da ist auch kein weiterer großer Superstar, aber auch nicht, wo man sagt, da fällt jetzt ein Mannschaftsteil extrem ab. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie da von daher recht kompakt auftreten im Sinne von ausgeglichen. Und Polen, das ist die andere Seite, die halte ich eben für nicht so stark, weil ich auch glaube, dass Lewandowski das ganze Theater, und es hängt nun mal sehr viel an ihm, und das ganze Theater, was zuletzt bei Bayern war und was ja eben in die WM jetzt hineingetragen wurde durch den Berater, dass er das nicht so einfach abstreifen kann. Er kommt zwar immer sehr kühl und professionell rüber und im Prinzip ist er das natürlich auch und er wird auch seine Tore bei der WM machen, aber letztlich glaube ich nicht, dass er so befreit aufspielen kann oder wird, wie es möglich wäre, wenn diese Situation drumherum nicht wäre, weil er ja im Prinzip, ja, gibt es eine ganz klare Ansage von Bayern, er darf nicht gehen, trotzdem wird das weiter forciert, dieser Wunsch, gar nicht mal eben von ihm, sondern von Beraterseite. Dann weiß man nicht, inwieweit steht er denn jetzt persönlich dahinter oder nervt ihn das eigentlich selber nur noch. Wie auch immer, er wird möglicherweise ein Stück weit abgelenkt sein. Und Polen, insgesamt abgesehen von Lewandowski, gute Quali, ja, aber habe ich auch vorhin schon was so gesagt und auch Lewandowski, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hat, glaube ich, von seinen, wie viel waren es, 16 Toren, auch einige gegen sehr, sehr schwache Gegner gemacht. Ja, ja. Das ist dann relativiert das Ganze und wenn man in dem Bild bleiben möchte, dann ja, spielen jetzt eben nicht, keine Ahnung, will jetzt keinen Bundesliga-Verein nennen, ein Bundesliga-Kellerkind spielt halt nicht mit, dafür aber eben ganz viel Real Madrid und da hat er bekanntlich nicht getroffen und dementsprechend muss er erst zeigen, dass er dieses internationale Top-Niveau bei einer WM
dann auch so bestätigen kann, wie man es manchmal in der Bundesliga dann vermuten kann. Vielleicht auch eine Frage der Form. Ganz, ganz viele Spieler sind gerade gar nicht in ihrer besten Form, wenn wir mal gucken, was man in der Bundesliga von ihnen gesehen hat. Und jetzt bei der WM. Und dann treten mit Russland und Ägypten noch zwei Mannschaften an, die ihr zweites Spiel schon haben. Russland, wir erinnern uns, 5:0 gegen Saudi-Arabien das Eröffnungsspiel gewonnen und Ägypten 0:1 in letzter Minute durch einen Kopfballgegentreffer von Jimenez verloren. Das heißt, Ägypten muss unbedingt zwingend gewinnen, um noch Chancen aufs Achtelfinale zu haben. Was erwartest du dir von dem Spiel? Bitte sag, dass es ein Leckerbissen wird, Thomas. Nee, das sage ich nicht, weil das wird keiner. Das würde mich sehr überraschen, wenn das ein Leckerbissen wird, weil ich fand Russland trotz des 5:0-Sieges, da waren zwei bis drei sehr schöne Tore dabei. Aber ansonsten war Russland katastrophal gegen Saudi-Arabien und hat eben nur deswegen gewonnen, weil der Gegner noch viel schlechter war. Ja, und weil sie es 1:0 gemacht haben, weil danach standen sie wahnsinnig tief und haben Saudi-Arabien machen lassen. Deswegen Die haben halt nichts gemacht und konnten nichts machen und dann waren die Räume da und dann in der Nachspielzeit, darf man ja auch nicht vergessen, wurde dann letztlich auf 5:0 erhöht. Es waren, wie gesagt, zwei richtig tolle Tore dabei, aber auch inklusive eines Freistoßes. Also von daher, Russland 5:0 muss man mal überhaupt nicht groß da jetzt in Betracht ziehen, um auf das heutige Spiel Rückschlüsse zu ziehen. Ägypten wird viel davon abhängen, auch kein Geheimnis, was ist mit Salah, spielt er von Anfang an, geht man vielleicht noch nicht ganz ins Risiko und bringt ihn erst als Joker, wenn es sein muss. Er wirkte, was man so zwischen den Spielen jetzt dann gesehen hat, auch nicht so, glaube ich, dass er komplett schon fit wäre. Aber wenn er denn spielt, ist er natürlich der große Hoffnungsträger. Und dann ist Ägypten, schätze ich, sie stärker ein als Russland. Und dann sollten sie das auch gewinnen, wenn Salah eben mitwirken kann. Sie hatten Pech gegen Uruguay, waren aber auch letztlich dann auch zu passiv. Und auch wenn der Treffer spät fiel, er war natürlich auch hoch verdient für Uruguay. Und letztlich dann, was ich vorhin sagte, nur zu verteidigen, reicht dann eben nicht, wenn man dann in entscheidenden Standards dann eben solche Schwächen offenbart und vor allem auch diese unnötigen Standards überhaupt verursacht. Ja. Aber was anderes, was du gerade gesagt hast, dass wir Bundesligaspieler sehen, die nicht so gut in Form sind. Ich glaube, das trifft auf viele Nationen und Ligen im Moment zu. Wir müssen nicht drüber reden, dass eine WM in Katar fürchterlich ist und bleibt in 4 Jahren. Aber wenn man das Ganze drumherum mal ausblendet, dann glaube ich, dass die WM 2022 spielerisch deutlich besser wird als jetzt, weil dann im November, wenn sie stattfinden wird, die Spieler voll im Saft stehen und eben noch nicht mit 60 teilweise richtig anspruchsvollen Pflichtspielen in den Knochen dahin fahren. Und dementsprechend ist, was der Termin angeht, ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und hat bringt den ganzen Fußballkalender und alle Kulturen dieser Welt durcheinander. Aber was die reine Leistung angeht, könnte das doch sehr förderlich sein in 4 Jahren. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich will nur erklären, warum da doch das eine oder andere im Moment zu wünschen übrig lässt, was das Spielerische angeht. Es ist aber auch dem geschuldet, dass eben ganz oft diese klare Rollenverteilung hoher Favorit gegen klaren Außenseiter besteht. Wo dann eben, Belgien war dann ein gutes Beispiel, individuelle Klasse sich letztlich durchsetzt, wo aber die gesamte Mannschaft aber auch noch nicht so den Drive hat, um zu sagen, oh wow, heute ist jetzt WM gegen Panama, da hauen wir uns jetzt mal richtig rein. Das sparen die sich dann alles noch auf und die wenigen Kräfte, die sie alle nach dieser Saison noch haben, gerade dann auch die Engländer, damit muss man dann haushalten und deswegen war das gestern so schlecht für England, nicht vor der Pause schon alles klar gemacht zu haben, sondern bis zur letzten Minute anrennen zu müssen. Das sind möglicherweise ein paar Körner, die ihnen noch fehlen können. Ja. Wobei Southgate schon vorher gesagt hat, dass er während des Turniers rotieren wird. Also selbst wenn der jetzt zum nächsten Spiel 6-7 Änderungen vornehmen sollte, würde mich das nicht verwundern, weil er es zum einen, wie gesagt, angekündigt hat und zum anderen wäre es keine Bestrafung für die da rauskommen, sondern eher Schonung dann nochmal für möglicherweise wichtigere Aufgaben im Laufe des Turniers. Sie sollten dann nur Panama
nicht komplett dann unterschätzen, weil dann könnte es böse enden. Ach Thomas, das mag ich an dir. Du bist nicht zu halten, wenn du erstmal einen Punkt machen willst, und man hört dir auch wirklich sehr gerne zu. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich jetzt hier via Telefon zuschalten durfte. Thomas Böker vom Kicker. Thomas, vielen Dank, dass du mit dabei warst hier im Rasenfunk Kurzpass. Dankeschön. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Danke all den Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern. Unter rasenfunk.de/unterstützen könnt ihr erfahren, wie man den Rasenfunk unterstützen kann und dazu helfen kann, dass dieses Projekt hier zu einem finanziellen Hauptberuf wird. Und dann hören wir uns morgen wieder, dann zum nächsten WM-Spieltag. Bis dahin macht es gut. Ciao.